Die Idee des Unendlichen, rein philosophisch gesehen, die kam nicht einmal aus dem Ägyptischen, wo es zwar die großen Götter gegeben hat, aber selbst bei dem Eingottglauben des Echnaton war Aton noch immer die Sonnenscheibe, die man hier sieht. Ganz zum Unterschied von der Sonne und den Sternen, die der biblische Gott erschaffen hat, die Geschöpfe sind. Also Aton, die Sonnenscheibe, ist die einzige Gottheit, aber ich sehe sie und ich spüre, dass die segnenden Hände dieser Gottheit wie die Sonnenstrahlen auf die Erde herabreichen, währenddessen der biblische Gott außerhalb ist, außerhalb der endlichen Welt. Der biblische Gott, der uns nur durch die Gesetze sozusagen sich mitteilt, der ist im Unendlichen. Dieses Unendliche wird tatsächlich dann im Hebräischen als das Ein Sof, als die Eigenschaft des unbeschreiblichen Gottes hingestellt. Denn niemals bildhaft dargestellt werden darf. Nie. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind ja hier im Museumsquartier, im Reiche der Kunst, und Sie wissen es ja, in der christlichen Kunst wurde dieses Bilderverbot sträflichst missachtet. Geradezu brutal hat man Gott dargestellt hier. Wie man auf diesen Gedanken kommen kann, dass man ihn bildhaft darstellen kann. Also ich werde dann kurz später darauf zu sprechen kommen. Aber Sie müssen sich vorstellen, das ist natürlich aus der Sicht eines frommen Juden reiner Götzendienst.